Alright, let's go! Luigi! Okay, doki! So let's play Hero Wars. Im letzten Mal haben wir diese Schlacht hier versucht zu gewinnen und haben es auch geschafft. Nur leider nicht mit Rang A. Mann, hasse ich das. Ich glaube, ich weiß, wo es... Oh, warte, ich riskiere nichts. Ich habe genügend Kompasse dabei. Also doch. Ein Level 2er Zauberstab. Rang A aus dem Gewinn. Besiege die Moblin-Truppen. Hier brauche ich auch eine Kerze. Nicht verheerender Treffer! Ha, diese Map sogar. Wir sehen jetzt hier feindliche Hauptleute. Also ich setze nichts auf Glück. Aufpassen! Ein Transportsoldat. Bogen. Beste Waffe für so eine Mission. Bam, sterbt! Lebt wohl! Sayonara! Soweit ich weiß, die erste Einheit trägt zu 300 Gegner. Das stimmt, ja, ungefähr. Oh, warte mal, das sind die restlichen. Ja, ungefähr 300 Gegner. 201. Ich gehe jetzt auf die Gyptos los. Und benutze sofort Spezialangriff. Das müsste eigentlich gut funktionieren, wenn ich Glück habe. Nur leider waren sie nicht zu nah dran. Die Hälfte nur abgezogen. Ernsthaft. Nee, wohl. Mit Gegner waren mitten, aber es ist viel einfacher. Einfach 400. Nein, Freundin, du greifst mich nicht an. Euch Schwächlingen erlaube ich das nicht. Wie ihr sehen könnt, erhalte ich keine Erfahrung. Das ist ganz normal bei dieser Mission, da man den Gegner sofort umbringt. Deswegen kriegt man auch keine Erfahrungspunkte. Ciao. Leb wohl. Und du bist auch tot. Und damit hat die Mission auch abgeschlossen. Und zwar ein Transportsoldat Waffe halten. Und wir halten eine Schatztruhe. Mal sehen, was da drin sich befindet. Oh, warte mal.
Eine Waffe Lana Level 2, denke ich. Oder. Ah ne, es war ein Herzcontainer. Gut. Und diese Schlacht wäre jetzt auch gewonnen. Dann. Ja, auf zur nächsten Schlacht, schätze ich mal. Wenigstens muss ich nicht begrenzte Charaktere überall benutzen. Ja, geht doch. Und ein Kompass halten. Eine Ägypto-Bandage schalten. Eine. Ah, nö, ich weiß, was ich hier benutzen muss. Hundert Feinde in 10 Minuten, das ist zu einfach. Erkältung. Und dann mal los. Ja, Midna ist gut, sie ist, wenn ich einen Flächenangriff angreife in der wahren Form. Und ein Flächenangreifer ist hier vollkommen im Vorteil. Uah! Wie ihr sehen könnt, das ist ein Flächenangreifer. Er greift einfach alles in der Umgebung an. Genau das, was ich auch immer fast sagen würde. Genau das gleiche. Lass mich raten. Ja, hi Dongo, wie geht es Ihnen? Na gut, töten wir mal den Dongo. Einfach Bomben in dein Gesicht. Ich habe keine Ahnung, ob Flächenangreifer gut gegen solche Kreaturen sind. Sie haben Zeit, ihn zu vernichten. Wow! Abwehr gebrochen hat der. Oh. Ja, natürlich nicht. Die Flächenangreifer sind leider nicht übermächtig. Na gut, du willst noch eine Bombe. Noch eine Bombe? Nein, bist du nicht. Geht doch. Guten Appetit und sag auf Leben und sag auf Wiedersehen. Hätte auch ohne das. Und lebe wohl und bleib auch tot. Cool, ihr seid stärker und das nützt euch trotzdem nichts. Dinodorus, du nervst. Falls ihr wissen wollt, was die weiße Leiste noch tut, ich kann es auch nicht besonders erklären, aber... Wow!
das hier macht's. Wie ihr sehen könnt, das nennt man einen wahren Flächenangreifer. Nicht! Oh mein Gott. Hey, das ist wirklich ein Dinodorus, so einer. Ein junger Linken Mark. Gut, der Dinodorus wird besiegt mit mir. Du bist eines zweiten Blickes würdig. Kannst du laut sagen. Hey Lana, wie geht's? Nö, hab ich nicht, aber ruf mir schon. Aua! Und sayonara! Ich hab schon 200 Kills. Und baby. Tut mir leid, Lana, aber ich brauche deinen... Oh, du gibst mir nicht mal deinen Rare Drop. Ist das denn ernst? Doch, das ist fair. Habe ich ihn gebrochen? Ja, aber leider hat es nicht lange angehalten. Ich meinte, ich bin verstorben. Ja. Oh, natürlich, du! Ein Boss? Au! Und zack, auf die Mitte. Noch ein König, du Dongo! Nein, 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 einfach nur nein, nein. Killen wir noch die letzten 5 hier. Bam! Mission accomplished! Genau. Jeden Teil nur eine Schlacht, das wäre ein langweiliger Let's Play. Wenn ihr raten könnt, was für eine Melodie sie und sie gesummt hat und der Wolf geheult hat, dann schreibt's ab in die Kommentare. Die Auflösung kommt im nächsten Teil. Oder, ja, etwas später, sagen wir mal so. Zwei Orte. Lana ist nun in der Galerie verfügbar. Ich wette 10.000 Mal, dass ich hier irgendeinen Baum niederbrennen muss. Hab ich's doch gewusst. Baum niederbrennen. Habe ich doch gewusst. Gibt es keine Schlacht, die kurz ist? Ah doch, Knight und Quiz. Knight und Quiz, das sind gute Gegner, die viel Abwehrkraft besitzen. Ei, ich sollte erstmal in die Medaillenschmiede hinein. Nichts. Junge Link hat Level 26 erreicht. Blaues Elixier und ein halbes Spezialangriffsleiste füllt es noch dazu. Plündertrank, Plündertrank, Qualitätstrank, Sternentrank, Multisockeltrank. Die Tränke kann ich hier in diesem Ort nicht gebrauchen. Eine mysteriöse Welt, deren Mond in 3 Tagen herabstürzt. Ein Jüngling rettete sie mit Hilfe von magischen Masken. Dies ist der 35 Jahre alte Kartenhändler aus der Legende um Majoras Maske. Sein Herz ist rein und unschuldig und er ist fest davon überzeugt, eine Waldfee zu sein. Verkauft Karten in ganz Termine, um seinem Vater im Sumpf-Info-Center zu helfen. Außerdem, ich denke nicht, dass sein Herz rein und unschuldig ist. Haben die Entwickler vielleicht mal Tingles Rosie Rubyland gespielt? Ich hab's mal und ich bereue es.
Er führt einen Ballon und Gasflaschen mit sich, um die Welt aus luftiger Höhe kartografieren zu können. Wenn er gerade von ihm kauft, hört die von ihm ersonnenen magischen Worte Kulu Limpa oder Kulu Limpa. Okay, jetzt aber zurück zur Mission. Zurück zur Mission mit Junge Link. Das war ein SP. Ja, okay. Ich frage mich, ob die Mission mit dem Fisch läuft, wenn ich das nicht mache. Uha! Au! Dämliche Nimbus-Garde, ich töte nicht gleich mich! Sag deine letzten Worte! Das war ein Power-Up, das hat nicht viel gebracht. Öffne die Türe! Gibt es hier drin vielleicht einen Magiekrug? Nein, gibt es nicht. Fünf Herzen, die wir haben. Powerbomben. Und eine Laterne. Au, nimm es gar nicht, du nervst. Bleib auf. Ob ich es wohl noch schaffe, genügend Magie einzusammeln, um Overlimit einmal aktivieren zu dürfen? Ah, das wollte ich jetzt. Und das noch weniger. Und reicht das? Ah, so nah dran! Krank sein ist Mist. Der Feind mit dem Helm, also den Schild. Zeit für ein kleines Overlay mit dir. Und einfach mal das Ground finally, weil ich es einfach. Yes. Great. Kerze erhalten. Nachtschwärmerkette und Moblin-Schwarte erhalten. Dann da 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 da. Wow, das ist viel. Ich will erstmal den Ort hier. Yep. Link erhält hier den Morgenstern Level 2 und ich darf nur Link benutzen. Rette die verbündeten Einheiten. Sogar die Handschuhe soll ich hier benutzen. Warum nicht? Blitzbonus hat der Handschuh hier. Das könnte die letzte Schlacht sein, wenn sie sich zu sehr in die Länge zieht. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Hoffen wir mal der Fall, dass ich nicht wirklich krank werde. Sonst war es das mit Let's Plays wieder einmal. Dreimal krank geworden dieses Jahr. Dieses Jahr fängt ja gut an. Ah, es gibt hier zwei Feen in dieser Schlacht. Mann, ich mag Link mit dem Morgenstern. Twilight Princess! Mit dieser Waffe ist Link auch ein Flächenangreifer, würde ich sagen. Zwar nicht ein perfekter wie die andere.
Toten vom Roma. Fischen vom. Ich habe Schick und Laune auf meiner Seite. Das ist gut. Gut, diese vier brauchen. Sonst kann ich nicht das Feuersiegel gleich verbauen. Wo ist das Feuersiegel? Wo ist es? Ah, da oben. Wo kann ich aber noch nicht hin? Ich hab eine Überraschung für dich. Gib doch, stirb! Oh, klar, warum nicht? Yikes! Leider ist er nur ein Flächenangreifer. Sagen wir so, er ist ein Anfänger der Flächenangreifer. Stirb! Übrigens habe ich gehört im Niedersachsen, dass das letzte Level Morgenstern ein Kettenhund ist. Ich glaube das zwar nicht sofort, aber ich will so schnell wie möglich den besten Morgenstern haben. Und dann habe ich sehen, ob das stimmt. Kettenhund. Mario! Oh yeah! Entweder das oder jemand hat den Morgenstern mit Textur gehackt. Nein, cool, ich habe Stoßtuch. Oder auch Zeit, da vorne ist aber auch gefehlt, glaube ich. Die Bokoblins rücken vor. Versucht zu überleben, Leute. Ich muss mir wirklich eine Fee retten. Ja, so sieht es wirklich aus, ohne dass ich die Bildschirm bewege. Irgendwie unlogisch. Yikes! Yikes! Ja, geht doch! Schönes Wasser, so. Was auch immer von mir. Wie der Dunkelheit ist. Warum stirbst du einfach nicht? Ich versteh's nicht. Stirb, hab ich dir gesagt. Ja, endlich! Des Feuers muss ich oben benutzen. Truppen von Roma rund um den Heiler. Wo ist ein Heiler? Noch. Stoßtruppen, danke schön, dass ihr. Ich muss das sofort benutzen. Ja! Level up! Das ist ein neues Herz. Yikes! Irgendwelche letzten Worte, tut mir leid, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Warum stirbst du nicht? Stirb endlich! Und bleib auch tot! Hast du das verstanden? Da muss ich proben. Ich brauche mehr Kills. Was? Schon ein Festungskommentar? Ich denke, hier sind Skulltulas, oder nicht? Egal, ich werde es eh bald erfahren. Die Festung gehört uns. Level 25 und so weiter.
Sprengstoßtruppen, Hauptmann. Überraschung, Morgenstern. Lana! Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Mit wem legst du dich überhaupt an? Oh, Nachtschwärmer. Überall Nachtschwärmer. Das ist ein Albtraum. Sogar Frostschwärmer. Tut mir leid, aber ihr geht jetzt in die Hölle. Der Frostschwärmer hat überlebt. Das ist so Mist. Ah, gut. Die Bombe brauche ich jetzt gerade eben. Helfen wir mal hier. Gegend etwas aufzuräumen. 1000 Kills. Der Westplatz ist gleich weg. Ah! Hier war ich ja, okay. Ah, Wolga ist da! Scheiße! Wart, du wart. Ah, oh, tatsächlich eine Skulptur. Ich glaube, die reicht nicht für mich. Wenn ich Pech habe, ist die Skulptur wieder an dem Ort, wo ich nicht erreichen kann. Roma und Wolga. Jetzt heißt mir Zeit für Oberlimit. Irgendwelche letzten Worte, du niemand. Stirb! Stirb einfach! Warum kapierst du es nicht? Stirb! Oh, da vorne ist ein Heiler. Wie niedlich. Jetzt gibt es keinen Heiler mehr. Oh, wie schade. Au, 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 Finsternis. Warum beirren sich die Drohnen hier hinein in diese Festung? Diese Festung hat schließlich eine Dunkelheitsvariante gehabt. Das war dumm und dämlich. Ich würde gerne versuchen, die zu holen. Ich glaube, ich komme jetzt zu spät. Und zweitens glaube ich nicht, dass ich die Skulptur jetzt schon holen kann. Ich brauche sofort Erkältung. War klar, ich komme nicht ran. Oh, falscher Weg. Ich mochte es mehr, als ich noch gesund gewesen bin. Das haben wir schon 10.000 Mal gesehen. Au! Au! Okay, du willst sterben? Kannst du gerne haben. Karina auf Timeline. Nöpfe, Roma. Okay, stirb! So wenig Schaden haben, das ist ungewohnt. Oh, tut mir leid, aber dich habe ich trotzdem erwischt.
Okay, hier! Da wurde auch Zeit! Die Truppen von Sheik haben ein bisschen... Yep, Sheik im Lager. Und ich habe Rang A erreicht! Ja, so geht das! Zeig mir das Level 2, ja, das will ich jetzt sehen. Yes! Ich freue mich schon auf den Level 2er Morgenstern. Stoßtruppen hatte ich auch. Cool. Okay, das wäre erledigt. Eine weitere Schlacht gewonnen. Tut so, als wäre es super leicht. Doch am Ende... Oh, Link. Und bam, Aran. Die Goldhandschuhe. Yes. There we go. Oh, wir haben einen Liebesballon erhalten für Tingle. Und schwächere Handschuhe haben wir auch erhalten. Frostessenz gibt eine Bandage und Lumpen. Lumpen, ihr Lumpen. Warum? Bäm! Zwei weitere Orte wurden geöffnet. Ich brauche die Harfe da unten, aber dort komme ich nur... Ah, dort komme ich doch hin. Wenn ich den Weg hier meistere... Zu früh gefreut habe ich mich. Zu früh habe ich mich gefreut, viel zu früh. Besiege alle Gegner. Begrenzt auf Sheik, weil Sheik Rang A meistern muss. Hier sind Schätze, die muss ich auch noch holen, die goldenen Skulpturen. Im Allgemeinen, hier sind alle, das sind alle Herzcontainer, die man im Moment holen kann. Wow. Alle goldenen Skulpturen. Hier oben brauche ich Enterhaken. Warum habe ich das hier nicht gemacht? So richtig, das habe ich erst seit neuestem gemacht. Hier unten brauche ich einen Charakter, den ich noch nicht besitze. Und hier brauche ich wieder den Enterhaken. Der Fanghaken. So Leute, also dann, bis zum nächsten Mal. See you next time. Luigi. Bye bye.